Hallo Freunde, willkommen zurück im Königreich der Duellanten. Ich bin Aubertin und heute gucken wir uns einmal ein Video an von CK Phoenix, das den wunderbaren Titel trägt Königreich der Duellanten. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Let's get going. Können wir kurz darüber sprechen, wie breit einfach CK Phoenix hier aussieht? Auf jeden Fall wild seine Oberarme, Mann. Und sein Bruder ist halt so richtig dünn. Ich weiß nicht, wie alt sein Bruder ist, wahrscheinlich so 9, 10 oder so. Auf jeden Fall cool, dass er ihn wieder zurückgeholt hat. Bist du sicher, nach dem, was beim letzten Mal passiert ist? Ja, ich bin. Was ist denn letztes Mal passiert? Schreib es mir in die Kommentare, ich habe keinen Plan mehr. Na gut, also dann. Zeit für ein Duell! Also dann, ich rufe den Herrn der Drachen und zwar im Angriffsmodus. Dann bin ich dran. Heißt echt auf Deutsch Herr der Drachen? Krass, weil er im Englischen Lord of D heißt und die Punkt. Das ist ein wilder Screenshot übrigens hier. Gut produziert auf jeden Fall bis jetzt. Und ich spiele Gazelle, König der mythischen Bestien. Und durch mein Feldzauber. Ich wollte gerade sagen, er ist schön wie Kaiba gegen Yugi, aber das ist halt kein Yugi-Card, oder? Bald kommt Gazelle einen kleinen Feldpower-Bonus. Oh nein! Oh doch! Gazelle, Kraschen! Cool gemacht auf jeden Fall mit dem Feldpower-Bonus, weil er komplett random war. Das ist halt hier genauso, weil 1950 ist halt ein bisschen viel. Good Acting. Auch wild die Lesungen, die abgezogen werden, einfach komplett random. Das ist schon so gut. Nochmal, nochmal, nochmal. Gut, dann bin ich dran und ich rufe den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Das ist gar nicht gut. Los, weißer Drache, Lichtblitzattacke. Nicht so schnell, ich aktiviere die Zauberkarte, die Lichtschwerter. Du hast doch gar nichts verdeckt gelegt. Stimmt, wann hat er das weggelegt? Aber das ist doch eine Zauberkarte. Oh, dieser Anime-Moment, wenn ihr einfach Karten aktivieren, die gar nicht aktivieren können. Wer kennt's nicht? Wild gemacht auf jeden Fall. Von meinem Angriff abgelenkt warst, habe ich diese Karte noch schnell verdeckt. Ich würde sagen, ich bin dran. Ich rufe Babydrache im Verteidigungsmodus und spiele noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Gut, dann bin ich dran. Und du kannst dich schon mal von deinen Lichtschwertern verabschieden. Was ist eigentlich hier hinter? Ist das auch eine Couch? Würde mich mal interessieren. Hat auf jeden Fall Licht ausgemacht, damit es cooler ist. Spannend. Denn ich kombiniere meinen mystischen Djinn der Lampe mit meinem Fluchzerstörer. Das muss genauso im Anime passiert sein. Ich kann mich nicht erinnern. Aber jetzt können wir überlegen, wann hat Kaiba denn jemals Jin beschworen? Man hätte das machen können. Es muss ja gegen Yugi gewesen sein. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Dadurch kann mein Jin alle deine Zauberkarten ein für alle Mal vernichten. Nein! Mystischer Jin der Lampe, Final Flash! Final Flash? Final Flash! Ja. Auf jeden Fall wild. Der Djinn ist Vegeta auf jeden Fall. GG. Tja, Yugi, jetzt da deine Lichtschwerter nicht mehr sind, wird es Zeit für einen Angriff meines weißen Drachen. Verabschiede dich schon mal von Gazelle, dem König der mythischen Bestien. Weißer Drache mit eiskaltem Blick. Lichtblitzattacke! Das ist sicher nicht gut für die Stimmbänder. Bestimmt nicht. Aber ich finde es auch wild, dass er halt fehlerfrei komplette Sätze ausspricht von Monster, die halt kommen mit, wo wir den Namen haben. Cool. Das war eine drittklassige Strategie, Wheeler. Noch Warte, warte. Klassige Strategie, Wheeler, noch ein Angriff meines. Hat er nicht gerade noch Yugi gesagt? Aber ich glaube, das ist bestimmt ein Witz. Weil das würde auch das Deck von seinem Bruder erklären mit dem Wald und. Kleiner Nachtrag hier von Zukunfts-Aubertin. Ich habe beim Stand gemerkt, der Witz ist halt voll gut, weil er nachher ein Monster beschwört, was halt Yugi und Joey zusammen benutzen können. Das ist halt voll clever. Guck weiter auf jeden Fall, wird noch cooler. Genau. Ja, guck mal. Ach, stimmt, der Babydrache ja auch, ne? Weißen Drachen und du bist am Ende. Du wirst niemals gewinnen, wenn du dich nur auf deine Stärke verlässt, Kaiba. Das ist doch Schwachsinn, Yugi. Ich glaube nicht an dein Ho. Das ist eine weirde Kameraposition. Ich habe das Gefühl, dass CK das später nochmal aufgenommen hat, weil das andere ist halt alles hier so eine Position von vorne. Das Licht ist auch ein bisschen anders und ich habe das Gefühl, dass er da nochmal das nachgedreht hat. Das wirkt zumindest so. Hokus pokus. Das Herz der Karten wird mich führen. Perfekt! Los, Zauberer der Zeit! Wheeler. Also dann, drehen wir das Zeitroulette! Ach ja, klassischer Anime-Moment. Classic. Mein Babydrache steigt auf. Zum Tausenddrachen. Und es wird noch besser. Deine Monster werden alle zerstört. Oh nein! Aber wie gut, dass ich noch eine Zauberkarte habe. Und zwar Monster-Reanimation. Damit ist mein weißer Drache wieder zurück. Weißer Drache mit eiskaltem Blick. Los, Gegenangriff.
dein Zauberer der Auch die Line von Serenity, das ist einfach so gut umgesetzt. Oh mein Gott, das ist so gut, weil es halt komplett den Kern trifft vom Anime, dass er so random gewesen ist, aber einfach richtig Hype. Richtig Hype. Zeit hat dir nichts gebracht. Dein Tausenddrache war zwar stark, aber nicht stark genug. Für meinen weißen Drachen mit eiskaltem Blick und jetzt hast du kein Monster mehr, welches mich noch... Das ist aber auf jeden Fall zu einer Zeit gedreht worden. Das ist halt viel dunkler und die Dynamik ist anders. Und der, glaube ich, auch mehr Karten in der Hand. Aufhalten kann, Yugi. Wer hat gesagt, dass... Wieder Yugi. Okay, also er macht den Wolf jetzt wirklich mit Joey und Yugi. Und den Witz macht er auf jeden Fall. Ja, wobei, er hat jetzt... Weil er hat tatsächlich denselben Engel hier für seinen Bruder. Würde mich mal interessieren. Kannst du ja mal in den Kommentaren schreiben, dass Kevin das siehst, wie das gedreht hat. Würde mich mal interessieren. Dass ich mit einem Monster aufhalten will. Was? Klar, mein Babydrache wurde zum Tausenddrachen, aber vielleicht war es ja nicht mein eigentlicher Plan. Was redest du denn da? Hast du etwa vergessen, dass ich noch eine verdeckte Karte habe? Sie ist ebenfalls von dem Effekt von Zauberer der Zeit betroffen. Als ich sie verdeckt gelegt habe, war sie noch eine normale Fusionskarte. Mal gucken, was uns 20 Jahre in der Zukunft... Also der Pony 20 Jahre in der Zukunft wird zu Red Eyes Fusion. Oh, oh mein Gott, ey Bruder. Ja, ohne Worte, cool. Jugun. Erwartet, rotäugige Fusion. Das kann nicht sein. Warte mal, warum ist der Herr der Drachen da auf dem Feld noch? Muss der nicht auch zerstört worden sein eigentlich durch den Zauberer der Zeit? Jo, das kann nicht sein. Oh doch, ich fusioniere meinen schwarzen Magier und meinen schwarzen Rotaugendrachen. Serena ist stark, Shogun. Hey, unsere Mozza sind gleich stark. Mag sein. Ist der in der Hülle drin? Ist der in der Hülle drin? Ja, der ist in der Hülle drin. Also, alle Karten sind einfach komplett ohne Hüllen, aber die Karte ist in der Hülle drin. Aber ich meine, die ist ja auch 50 Euro wert. Also hätte ich auch gemacht, glaube ich. Wahrscheinlich auch für das Video. Fällt mit Schwarz auch gar nicht so auf. Hey, unsere Mozza sind gleich stark. Mag sein, aber ich benutze die besondere Fähigkeit von Dragoon. Ich zerstöre deinen weißen Drachen und du nimmst Schaden in Höhe seiner Angriffspunkte. Moment, Auszeit. Los, Dragoon, lösch Kaibas Lebenspunkte aus. Nein. Ja, wild, wild. CK auf jeden Fall. Oh, richtig wild. Also ich muss sagen, das war ein sehr, sehr cooles Video. Auf jeden Fall mal CK abchecken. Links in der Videobeschreibung, falls ihr das ohne meinen Commentary sehen wollt. Cooles Video. Ich sage jetzt mal High Production Value. Aber ich glaube, die Kernidee, dass CK den Anime feiert und das wirklich genau in die Schiene reingeht, ist, glaube ich, das, was so ganz cool ist. Auf jeden Fall Props dafür auch für seinen Bruder. Ich meine, er ist ziemlich jung, hat er cool gemacht, ne? Props an Phil. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.